Lieber David, lieber Sefi, diese Message geht straight in your face. Ihr sitzt wahrscheinlich wieder angstüberströmt vor eurem Rechner und denkt euch, shit, Alter, reißt Typ jetzt mit dem Intro wieder alles ab. Ich verschone euch heute. Ich bin leider aktuell nicht at home, habe keinen Zugriff auf mein Studio-Equipment und dementsprechend kann ich leider auch nichts produzieren. Aber seid gefasst, sobald die nächste Folge von mir online kommt, werde ich euch in Grund und Boden stampfen. Und jetzt ganz viel Spaß mit der Folge. Lasst doch einen Daumen nach oben da. Was geht, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Super Mario 3D World Glücksrad Co-op Challenge. Und heute fange ich mal mit dem einzig wahren Schweizer an, denn Sephiron ist dabei. Hallo, ich bin auch dabei. Und David ist dabei. Oh scheiße, ich habe meine Aufnahme vergessen. Hast du nicht? Habe ich auch nicht. Ha! Let's go! Wir gehen in 5-7. Zum ersten Mal ist eine Castle-Aufnahme in meinem Part. Jawohl, Sefi, ich habe dir das Schloss abgezogen. Ne? Und wir haben eine kleine Info. Wir haben uns besprochen intern und haben uns dazu entschieden, kein 100% Walkthrough zu machen, weil gerade das Prinzip mit dem eine Bestrafung pro Tod, vor allem in der Spezialwelt, das würde einfach von vorne bis hinten nicht funktionieren. Das heißt, wir haben uns dazu entschieden, dass wir sozusagen bis zu Meowser spielen. Also wir werden als Vierklicker Meowser böse in die Phrase treten und danach werden wir quasi hier drunter einen Schlussstrich unter ein episches Projekt setzen. Nur als kleine Info für euch, aber wie gesagt, dieses Prinzip, was wir aktuell verfolgen, würde einfach nicht funktionieren, wenn wir auf 100% gehen. Außerdem sollte man immer dann aufhören, wenn es am schönsten ist, Freunde. Aber Digga, habe ich gerade Meowser gehört? Ja. Richtig, Meowser. Heißt es, dass Bowser in diesem Spiel eine Katze sein wird? Ja, ein richtiger Furry. Eine Frage zum Anfang, die, glaube ich, viele Zuschauer interessieren könnte, Sefi. Wie viel hast du geschlafen? Stimmt. Hey, Jungs, mein Schlafrhythmus ist komplett on fleek, Alter. Immer noch? Digga, seit einer Woche stehe ich Punkt 7 Uhr oder so stehe ich auf der Matte, Digga. Und das alles dank der WhatsApp-Gruppe. Ja! Warte mal, Jungs, wir müssen hier was aufsprengen. Wir müssen hier die Kugel-Release auf die Wand locken. Oh. Sefi, kannst du nochmal zurückkommen? Ah, jawohl. Ja, sehr schön. Oh, der Tanuki-Dingens ist da drüben. Ja, wir haben noch eine Katze für dich im Inventar. Kein Ding, Bruder. Oh, da müssen wir uns beeilen. Tanuki. Weil ansonsten, wir müssen da hoch, bevor die Kugel-Release das kaputt geht. Achso. Ich weiß wieder nicht, wo ich bin, Mann. Ja, aber ich glaube, hier ist auch farblich das Problem, glaube ich, weil dieses Level einfach sowieso so ein bisschen orange-braun ist und Mario in der Katze quasi genau dieselbe Farbe hat. Ich habe gerade wirklich Schwierigkeiten, irgendwie zu realisieren, was hier passiert. Ja, fühle ich. Ja, auch, aber vor allem mich in dem ganzen Geschehen noch irgendwo zu sehen, Mann. Vor allem, weil hier Toad jetzt auch noch die gleiche Farbe hat, Alter. Das hat so minimale Super Smash Bros. Nein! Ja, nein, du bist nicht tot. Bubble. Ja, da unten ist kein Abgrund. Sorry, dass ich rumgeschrien habe. Du, das ist in Ordnung, die Leute wollen das. Die schreiben zwar immer, nein, bitte schreit nicht rum, aber insgeheim hoffen sie, dass wir wieder rumschreien. Ja, richtig, dass einer stirbt und wir uns wieder gegenseitig fertig machen. Oh Mann, leider ist zur Aufnahme dieser Folge noch nicht Davids Folge erschienen, wo wir uns beschimpfen bezüglich der Wette. Oh Mann, ey, ich glaube, die Kommentare werden richtig schön. Die werden sehr, sehr schön. Vor allem, das war der erste richtige kleine Streit, sage ich mal so, ne, in dem Projekt. Ja, nennen wir es Streit. Dann habe ich komplett was verpasst, Alter. Okay. Im Leben. Sagen wir eine Diskussion. Eine Diskrepanz, Freunde. Eine kurze Meinungsverschiedenheit. Richtig, so kann man es definieren. So, Castle Guys. Wir sind gerade übrigens einfach durch das erste Level gesteppt. Ohne Probleme, ne? Just saying. Ohne Probleme. Keiner ist gestorben. Ist eine gute Quote. Und wir haben alle noch ein Baba-Item. Die Musik hier ist übrigens ultra nice. Ich habe übrigens noch keine Billo-Aktie von dir erhalten, Meister. Hä, wir haben doch gesagt, die Wette gilt nicht mehr. Hä, was? Digga, willst du mich hops nehmen? Hä? Digga, ich habe mich schon gefreut, dass ich jetzt... Oh shit, wir haben den Grünstein hier verkackt. Kein Problem. Holen wir offscreen nach. Wir Business-Gespräche führen mussten. Ja, okay, wenn ich der nächste Jordan Belfort werden will, so, da musst du halt auch kleinkariert sein. Ja, es macht natürlich Sinn. Welche Billo-Aktie möchtest du haben? Kannst du mir einen empfehlen? Du bist hier der Investmentbanker von uns. Dann würde ich dir sogar die Lenovo-Aktie empfehlen. Die kann ich empfehlen. Lenovo, das ist hier der Laptop-Hersteller, ne? Ja, die ist stark unterbewertet, die Aktie. Ich sag das und Profis sagen das auch. Bist du der Profi? Ah, Grünstern, Sigi! Oh, dass du Profi bist! Oh, shit. Alter, Luki macht gleich einen Abflug. Alles gut, wir haben noch viele Items, Freunde. Ah, shit. Ja, wir sind echt gut aus. Alter, Jungs, die ganzen Items.
Übrigens, einer von uns muss die Katze behalten. Über dem Ziel ist noch ein Grünstern. Hier, immer chillen, Sefi. Immer chillen. Okay. Ah, Chipenya. Ah! Ich werde einfach zerquetscht in dem Level. Mach keine Scheiße, Digga. Warte, nicht in die Box. Nicht in die Box. Hier oben? Ja. Das war knapp. Das war echt knapp. Hey, wenn ich jetzt... Ich habe ja diese Y-Taste gefunden, ne, mit der ich rennen kann. Aber dann hebe ich euch immer auf. Ja, das ist tatsächlich steuerungstechnisch ein bisschen ungünstig. So. Wir fassen auf jeden Fall mal zusammen. Du hast im 12. Part die Sprint-Taste gefunden. Digga, lieber später als nie. Aber zu meiner Verteidigung muss ich sagen, ich habe erst im 6. Part oder so realisiert, dass man sich alleine aus der Bubble rausholen kann. Ha! Jawohl! Das ist, by the way, der größte Billo-Boss im gesamten Spiel. Frisch bestellt. Schade, Digga, ich war gerade stolz auf mich. Dass du den Boss geschafft hast? Dass ich ihn fast solo gemacht habe, Alter. Junge, danke, Sefi, du bist ein Ehrenbruder. Du portierst den König einfach zu seinem Thron. Richtig, richtig guter Untertaner, Alter. Ah ja, im Übrigen, was mir in die Kommentare hineingeschrieben worden ist, ein guter Tipp, wenn ich gerade hier mal drauf komme. Wenn man... Mario 2, Digga, schon wieder? Mario 2D World, Alter. Komplett am... Hast du vielleicht ein Problem, 3D-mäßig zu sehen? Bro, ja, hast du Probleme mit räumlichem Denken? Ja, nee, das Problem ist das Spiel, Digga. Das ist Mario 2,5D World. Das ist halt nicht 3D. Das Problem ist, dass nur dein Spiel Mario 2,5D World ist. Hast du irgendwie eine andere Version des Spiels bekommen oder so? Wo die dritte Dimension... Die Schweizer Version. Ja, wo die dritte Dimension einfach rausgenommen wurde. Naja, die Version war ja noch nicht fertig. Nintendo mag mich nicht, scheinbar, gleich wie euch. Ja, mir haben sie auch seit 2 Wochen ein Gewinnspiel über 3 Bowser's Fury Spiele versprochen. Das Paket ist immer noch nicht da. Schöne Grüße, Nintendo. Mir wollten sie Bowser's Fury auch noch zusenden. Ne? Ich habe mir ja das Spiel selbst gekauft. Ja, ich auch. So wie jedes andere Nintendo-Spiel. Genau, und das ist halt immer noch nicht da. Ich dachte mir, yo, wenn die mir schon was schicken, dann scheiß drauf. Dann habe ich es halt gekauft und dann verlose ich halt das. Ja. Ne? Die Version, die ich bekomme, so. Ist halt immer noch nicht da. So, naja. Irgendwie alles über Schwierigkeiten. Vielleicht gibt es ja in 3 Jahren dann einen Port für die nächste Konsole. So, hier ein bisschen aufpassen, weil hier Gegner gerne Feuerbälle in die Röhren feuern. Und, dann kann man quasi denen nicht mehr ausweichen, wenn die da mal sind. Deswegen. Ja, ein Item wäre schon sick an dieser Stelle. Sefi, Powerstand mitnehmen und dann zum Grünstand gleiten. Auf Jawohl. Geht's, mein Kind. Bester Mann. Gut gemacht. Danke, Sefi. Bester Mann. Ich dachte, wenn er abkommt. Bruder, ich dachte, du düst jetzt richtig ab. Das wäre so ein legendärer Tod gewesen. Ist da irgendwas? Oder warum ist da einfach eine Plattform im Nichts? Nee, Digga, ich muss schon. Ja, was hast du in den Kommentaren gelesen? Richtig. Ich kann zwar nicht 3D sehen, aber dafür in die Zukunft, Digga. Du hast Offscreen gefarmt. Ey, apropos Offscreen, ne? Ja. Ich bin richtig pissed. Weil ich keine Thumbnails machen kann, in meinem Spiel immer noch in der ersten Welt rumgammel, Alter. Ja, okay, ich versuche mir immer die, entweder gehe ich einfach auf Google Bilder und ziehe mir da den Shit, oder ich versuche mir irgendwas aus der Folge zu nehmen. So, hier müssen wir jetzt immer quasi uns abstimmen. Also, Digga! Digga! Was? Wer war das? Ich war das. Ich wollte Feuerbälle auf die Dinger werfen. Junge, Verdopplung oder Uno Reverse oder irgendeine Scheiße! Digga, das werde ich nie vergessen, Bruder. Es tut mir leid, Digga. Das ist alles, was ich sagen kann. Oh nein! Verdopplung. Alter, mein Leben. Böse Bestrafung, Alter. Die Verdopplungsbestrafung. Zum ersten Mal haben wir die jetzt. Ne? Die nächste Strafe wird verdoppelt. Oh mein Gott, Digga. Es tut mir so leid, Digga. Sefi, kannst du noch mal aus dem ersten Part dein Zitat zitieren? Alles wird auf euch auf doppelter 10-facher Weise zurückfeuern. Zwei peinliche Tweets. Hey, Digga, weißt du was? Weil ich dich runtergeschmissen habe und die Verdopplung am Start ist, übernehme ich einen peinlichen Tweet für dich. Junge. Ehrenaktion. Ehrenaktion. Dafür ein Like auf dem Video und ein Abo. Und eine Kanalmitgliedschaft würde ich auch sofort mal abschließen. Ja, einfach für die Ehrenaktion. Okay, ja, David, dann darfst du entscheiden, was wir beide tweeten. Bruder, das muss ich unbedingt rausschneiden. Aber du kannst ja sagen sowas wie, ich stehe nicht dazu, auf Twitch gesagt zu haben. Bro, ich wollte genau das sagen. Ich wollte sagen, ich hasse diesen Drink. Nee, das wäre doch zu hart. Digga, jetzt schneide ich es einfach nicht raus. Sefi, du tweetest,
Mein größter Wunsch ist es, dass Hübi mir die Glatze poliert. Und Hübi, du tweetest, ich werde Sefi demnächst besuchen und ihm die Glatze polieren. Okay, ich bin wieder da. Achtung, Jungs, nicht, dass das gleich nochmal passiert. Hey, kann man die nicht mit Feuer killen? Hä? Nee. What? Ja, das sind Fussis. Da musst du, da musst du im Timing stabil sein. Nämlich einfach jetzt reindüsen. Mach keine Weitsprünge mehr. Und dann einfach hier schön, zack, zack, easy, gar kein Problem, zur Seite! Digga, er macht den Weitsprung, er hat die Eier, er hat die Eggs. Er hat die Eier, oder er hat geübt, oder aus den Kommentaren Tipps gelesen. wie man bessere Weitsprünge macht. Ja, richtig, genau, gelesen, indem man auf den Winkel achtet. In Level 12, Welt 50, musst du an den, wie heißen die? An den Coronaviren vorbeispringen. Fuzzies sind das, Bruder. Coronaviren sind das, Bruder, siehst du doch. Ich habe unser Inventar wieder aufgefüllt, Jungs. Junge, einfach ein Death in dieser Folge und das ist einfach wie Sephiron mich in den Tod jietet. Junge, das ist sehr verletzend. Das ist wahrlich sehr verletzend. Wie Messerstiche. Okay, wir müssen jetzt ganz viele Feuerbälle werfen, weil Sephi hat die Pflanze kaputt gemacht, die wir eigentlich mitnehmen sollten. Oh, Junge, wir sind einfach das laufende Maschinengewehr, Alter. Wir sind heute so böse im Flow drin. Ja, Alter, mein Auge tränt. Ich weiß nicht warum. Wahrscheinlich, weil ich so happy bin, dass wir heute so gut spielen. Oh. Ach, du weinst einfach wegen deinem Tod. Es ist... Boah, Digga. Oh, shit. Ich bin in den Coronaviren! Oh, das war aber knapp, Alter. Oh, Junge, schau mal. Alter, ja, aber du gehst direkt rein! Digga, MLG Moves, Airhorn, Weed. Oh, mein Gott, wow! Aber wir haben den Stempel verpasst, wo auch immer der ist, keine Ahnung. Jawohl, Jungs! Junge, Alter, das ist die krasseste Folge unseres Lebens. Digga, wir haben noch nie so rasiert wie heute. Bruder. Alter, 3D World Co-op Speedrun. Das kann ich ja. Nachdem wir beim letzten Mal nur versagt haben, um Ruhm geflucht, dieses Mal souverän am Start. Alter, ich muss ja gar nichts cutten. Das Video ist ja quasi perfekt, so wie es ist. Alter, uncut! Bruder, so verdient man Patte mit wenig Aufwand. That's the way to go. Okay, Freunde, beim nächsten Mal geht's dann in die Spielo. Ich glaube, dann bin ich wieder dran. Und ich habe einen Trick aus den Kommentaren gesehen. Mal schauen, ob ich alles rasiere. Stopp. Wir schneiden euch noch kurz den Stempel rein. Okay, aber hier ist kein Stempel. Ich dachte, der wäre hier auf der Röhre gewesen. Ja, wo ist der Bums? Ja, naja, wir hätten ihn hier gesehen, wenn er hier... Doch, da oben! Der ist da oben. Der ist auf der Röhre. Wir müssen zurück. Das ist tatsächlich etwas, an was ich mich irgendwie erinnern kann. Also im Sinne von... Ich meine mal ein Video gesehen zu haben, wo... Kannst du mich hochbouncen? Genau hier? Ja. Digga, Teamwork. Boah. Tschüss. So, Freunde, und hier findet ihr den Stempel für euer 100% Playthrough. Kleiner Tipp noch am Rande. Falls ihr gerade keine Katze zur Hand habt, müsst ihr Freunde haben, denn mit Freunden geht alles einfacher. In diesem Sinne, meine lieben Freunde, hoffe ich, dass euch der heutige Part gefallen hat. Es war ungewöhnlich skillig. Ich bitte nicht so viele Dislikes dafür, dass wir uns nicht beschimpfen und beschreien, aber vielleicht können wir damit auch dem einen oder anderen unterhalten. Ne? Sefi, möchtest du was zur heutigen Folge noch hinzusteuern? Ja, also ich freue mich, hier zu sein. Ich freue mich, die Krone zu tragen an diesem wunderschönen Tag. Und vor allem bin ich stolz auf unsere Leistung heute. Ich finde, wir haben das ganz toll gemacht. Und David? Es gibt nichts, was mich hält. Au revoir. Schöne Grüße an Mark Forster. In diesem Sinne, haut rein.